Ja, hey Leute, ich bin's wieder, RPG5. Heute, wie versprochen, das Unboxing zu Homefront, dem neuen Ego-Shooter aus dem Hause THQ. Ich werde jetzt direkt mal die Ansicht wechseln und dann ins Video wechseln. Viel Spaß. Ja, willkommen. Heute das Unboxing zu Homefront. Und zwar habe ich Post bekommen, mal wieder von meinem Sponsor GamesGarden. Sehr, sehr cool. Ich habe es schon mal ein bisschen aufgemacht, dass es jetzt besser aufgeht. Ja, hier haben wir den Inhalt des ganzen Pakets. Einmal, ja, die Anlage, die Bestätigung. Dann ein paar Kärtchen, wo nochmal www.gamescan.de draufsteht. Ja, schaut mal vorbei auf der Homepage. Ein cooler Shop. Aber jetzt zum eigentlichen, ja, Unboxing. Und zwar Homefront in der exklusiven Resistance Edition. Ja, ich mache mal gerade die Folie ab, dann könnt ihr alles besser sehen. Und zwar, ja, Homefront spielt ja, ja, die USA leiden ja unter einer brutalen Invasion und schließen sich dem Widerstand an und kämpfen ja für die Freiheit. Hier sehen wir jetzt auch noch die exklusiven Inhalte, die speziell für den Multiplayer gelten. Multiplayer Unlocks direkt verfügbar. Wir machen mal auf. Okay, hier das Booklet. Oh, das sieht cool aus. Homefront und die Disc mit einem coolen Stern. Und Wendecover hat das Ganze auch. Neue koreanische Föderation des besetzten Amerikas. Ja, die neue Bürgerfibel. Ich würde sagen, sieht schon mal cool aus. Wir können das Ganze eigentlich mal direkt wechseln, dass die Frontseite halt ohne dieses fette USK-Logo ist. Das sieht immer ein bisschen blöd aus und deshalb finde ich immer cool, wenn eine Cover dabei ist. Und mache ich das gerade mal einen Moment. So. Ja, Homefront soll ja eine richtig coole Einzelspielerkampagne haben. Das Ganze ist von vom Autor von Die Rote Flut und Apokalypse Now. Also soll echt richtig geil gemacht sein, die Einzelspielerkampagne. Hier sehen wir jetzt das Booklet, ich weiß nichts Besonderes, aber von vorne sieht's cool aus. Die Disc mit dem Stern sieht auch relativ cool aus, vor allen Dingen der Schriftzug gefällt mir immer sehr gut. Dieses Logo und ja, sozusagen der Spruch des Ganzen heißt Home is where the war is. Ah, jetzt sehen wir hier nochmal diese Codes, ich halte die mal gerade zu, diese Promotion Codes, mit denen man sich halt verschiedene Sachen freischalten kann. Hier jetzt sehen wir die exklusive Schrotflinte, dann ein SCAR-L-Gewehr, eine Luftaufklärungsdrohne und hier noch den Kampfcode, mit dem man den Multiplayer freischalten kann. Ja, Homefront, ich freue mich drauf. Und